Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World. Nicht wundern, ich esse nebenbei auch noch ein kleines Eis, also falls da man irgendwie Geräusche hört, tut es mir leid. So, wir drücken hier mal direkt auf Fortsetzen. Wir haben in der letzten Folge hier irgendwas gemacht. So, ich weiß gar nicht mehr was. So, wir sollen jetzt hier diese blauen Dinger verfolgen und das machen wir natürlich einmal. Ja, perfekt. Kann man nicht hier auch irgendwie ein Fahrzeug sich holen? Ich hole mir mal hier ein Fahrzeug. Also diesen ganzen Weg jetzt hier zu laufen, habe ich ja gar keinen Bock. Kaufe ich immer alles durch. Nee, das wollte ich jetzt nicht spawnen. So. Fahren wir mal mit dem Teil hier. Ich will in dem Auto einsteigen und nicht meinen Spieler wechseln. So. Kommt rein, Mannequins. Jetzt kommt rein. Fahr ich halt ohne euch. Tschüss. Noch kurz gucken. So. Ernsthaft jetzt. Ich sehe da schon irgendwas zum Schießen. Die Frage ist jetzt nur, wie man rüberkommt. Also wie komme ich jetzt hier rüber? Wisst ihr das? Hm. Also ich glaube, ich muss hier irgendwas kaputt machen, ganz ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal. Ah, hier kommt man hoch. Zack. So, und der hier ist auch der Typ, den ich brauche dafür. So, zack. Nehme mal kurz mein Eis-Dingsen. Haben. So. Wo kommt der denn her? Nein. Oh. So, jetzt. Jetzt bin ich drüben. Ich brauche den anderen Kollegen hier. Zack. Hä? Ich habe das doch getroffen. Jetzt. Boah. Da habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ey. Nein! Vor und zurück. Ah, muss man gar nicht. Deswegen. Ich dachte schon, dass man vor und zurück muss. Aber muss man nicht. So. Jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Können die einfach hier hoch? Nee. Natürlich geht's wieder mal nicht, ja? Oh, was macht die da? Ich habe sie einfach umgebracht. Die hier bei euch. Kommen Sie her. So, finden Sie das, was ich brauche. Hopp, hopp. Mhm. Ich muss irgendwas bauen, okay. Ein Trampolin, oder? Na, aber sicher. Okay. So, ich glaube, hier oben geht es dann tatsächlich weiter. Jo, da geht es auf jeden Fall weiter. Wird dich von den Socken hauen. Okay. Aber dieses Eis ist schon lecker. Ich muss mal kurz für euch was hier umstellen. Einen Moment. Wir können unser Basislager genauso gut hier aufschlagen. Das ist ein Jagdrevier, Mr. Ludlow. Ich begleite Ihren Campingtrip unter der Bedingung, dass ich das Sagen habe. Okay? Okay. Dieter, geh in den Ausleger. Ihr nähert euch ihm. Der mit dem roten Horn, so einer Schmalztonne. Oh nein, die werden gedingst.
Der Arme. Die sind ja bestens ausgerüstet. Einfach ausgedrückt, Ingen sucht Investoren, die einen Teil unserer Vorlaufkosten übernehmen. Man transportiert nicht Menschen um die halbe Welt, damit sie einen Zoo besuchen. Man bringt den Zoo zu ihnen. Mr. Hammond wusste das. Ehe er den Traum von einer Insel hegte, begann er mit dem Bau eines Amphitheaters. San Diego ist prädestiniert dafür. Es könnte für die Besucher in weniger als einem Monat fertig sein. Oh, die wurden hier alle gefangen. Rüber aufs Festland. Jetzt kann ich's euch ja sagen, dass Hammond mit ihrem Auftauchen gerechnet hat. Er hat eine Alternative parat. Was für eine Alternative? Mich. Ah, lassen wir die jetzt frei, oder was? Sabotage im Lager. Okay. Let's go. So. Wie ich sehe, sind wir jetzt auch nur noch zu zweit. Ist immer noch benommen? Wie viel Betäubungsmittel? Ich höre hier irgendwen labern. Ich dachte, es wäre ein Stegosaurus. Ich habe echt schlechte Tiefenwahrnehmung. Also wir retten wahrscheinlich jetzt die ganzen Leute hier. So. Zack, zack. Zack. Wer seid ihr? Ihr dürft nicht hier sein. Auf sie! Aua, aua, aua. So. Interessant, dass man in diesem Spiel einfach Leute auch ein bisschen sauber macht. Ich wusste jetzt nicht, was ich anderes sagen sollte, was freundlich ist. So. Aber egal. Wir machen hier erstmal schön weiter. Zack. Boah, diese Kackratten hier. Nicht mehr verpieseln jetzt. Ich glaube, ich sehe etwas durch das Tor. Ja, da schon wieder Menschen. So. Scheiße. Bam. Okay. Ja, ich bin doch nicht dumm. Ich weiß nicht. So. Erstmal das Teil hier einsammeln. So, zack. Gehen wir mal weiter. Kriegst du jetzt den Scheinwerfer oder nicht? Ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn es einen Grund dazu gibt, dann ja. Aber dann sagt mir schon jemand Bescheid. Ist ja gar nicht so, dass wir das hören. Was für eine doofe Frage. Ich kann doch nicht hell sehen. Ob ich wohl Ärger krieg, wenn ich ihn mit dem Betäubungsgewehr abschieße? Okay. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen. Ah, da sehe ich doch was, was wir machen müssen. Ich muss da was rausholen. Okay. Hey, was ist da unten los? Jemand hat den Pachycephalosaurus freigelassen. So, weg mit denen. So. Bam, bam, bam. Fertig. So, weiter geht's. Ja.
Ja, weg mit dem. Oh. So. Jetzt sind ja auf jeden Fall alle weg. So, wir müssen auf jeden Fall hier auch alles schön kaputt machen, weil da oben seht ihr ja, dass da so eine Leiste ist. Und ja. So, also ich denke mal, hier ist schon ein von so einem Dino-Dings drin. Aber ich weiß es nicht. Ja, ist es. Konnte ich mir fast schon denken. Mann, lauf doch mal. Bitte sehr. Ist dran, dass die auch einfach so Bären kriegen. Aber ist, glaube ich, richtig so, ne? Ich glaube tatsächlich, das ist richtig. So, es könnte sein, dass ich offscreen ein bisschen weitermachen muss. Damit ich speichern kann. Weil ich kann sonst hier so nicht speichern. Ja. Okay. Oder wir machen einfach bis zum Speicherpunkt. Dann ist dieses Video halt wieder ein bisschen länger. Aber ich finde irgendwie geil, dass das dann so lange ist. Ist schon cool. Das Spiel, ne? Also das Spiel ist wirklich ein sehr geiles Game. Ist natürlich auch schon etwas älter jetzt, aber egal. Eigentlich müsste Lego mal wieder so ein neues Spiel machen. Okay, hier muss ich später mit einem Dino gegenhauen. Das weiß ich jetzt schon. So, und der muss das hier öffnen. So. Zerg. So, laufen wir mal wieder dahin. Mhm. So. Dino, wie geht's dir? So. Okay. Ich glaube, das waren mal welche. Weghauen hier. Aua. So, ich mache jetzt hier mal kurz alles kaputt im Schnelldurchlauf. So. Mhm. Mann. So. Bauen. So. Zack. Oh oh, da kocht was Übles hoch. So. Gehen wir mal hier hoch. Was zum... Auf dieser Insel sollte sonst niemand sein. Ergreift sie! Zack, weg sind sie. So. Okay. So, Chef. Jetzt bin ich wieder richtig da. So, eben kurz noch das Eis fertig essen, tatsächlich. So, aber jetzt geht's. Zack, zack, zack. Weiter geht's.
So. Okay, machen wir hier mal erstmal wieder alles kaputt. Beziehungsweise das können wir auch mit dem Dino machen, wenn ich ihn freilasse. Ah ne, ich brauche eine Schüssel dafür, ne? Da muss ich erstmal hier alles frei machen. So. Zack. Und weg mit denen. So. Finde ich cool, dass sie es auch so gemacht haben, ne? Also ihr müsst wissen, ich habe dieses Spiel tatsächlich schon mal gespielt, auch glaube ich sogar fertig gespielt. Nur ich weiß die Hälfte gar nicht mehr. Und ich dachte mir einfach, komm, spiele ich das einfach mal wieder mit euch und ja, macht dann einfach so ein Let's Play darüber. Wäre dann bestimmt nice. Und ja, jetzt ist halt dieses Let's Play da. Und genau. Zack. So, wir sammeln hier natürlich schön alles ein. Das ist natürlich klar. So, so, so. Zack, das hier auch noch. So, ich könnte jetzt schon mal das hier machen. Oh, der ist hier nämlich jetzt schon frei. Der Risosaurus ist entkommen. Jetzt lern doch endlich ihren Namen, Mann. So, weg mit denen. Das ging schnell. So. Mann. So, jetzt. Ah, das ist das Baby von denen. Lassen Sie mich von den geplanten Attraktionen für den neuen Park erzählen. Als erstes haben wir einen Pachycephalosaurus Streichelzoo geplant. Diese Dinosaurier rammen zwar alles, was ihnen in den Weg kommt, aber bei Sie ist das ja genau. Ah, jetzt ist er weg, okay. Mit seinem Kind. Ich verstehen. Aua, warum ist das denn noch heiß? Die Kacke. Ein weiterer Plan ist es, die langen Hälse der Brachiosaurier als Rutschbahnen zu verwenden. Da es sich um Pflanzenfresser handelt, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Gäste aufpassen. Wie man den da einfach im Hintergrund hört, ne? Von höchstens zwei von 1000 Besuchern. Also die wollen praktisch einen Zoo machen oder sowas. Mit den Dinos, deswegen haben die Dinge die gefangen. Die armen Dinos. Und wir retten die Dinos praktisch. Das ist hier irgendwie so gerade dieser Teil. Ein besonders profitables Geschäft sollte das Triceratops Ring sein. Es handelt sich um eine Variante. Okay, so. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier hingehen. Ich bin mir sicher, da wird einiges am Geld rausspringen. Ja, da ist nämlich der Schlüssel. So. Dann einmal die Kollegen hier rauslassen. So. Okay, ich muss mal kurz was gucken, was hier hinten ist. Okay, da kommt man gar nicht hin. Okay. Gut. Ey. Als ob der das nicht hört. Egal. So.
passiert jetzt? Okay. Oh. Man könnte sagen, dass sie bereits läuft. Ja. Ich glaube... Er hat sich das Bein gebrochen. Schaffen wir ihn in den Wagen. Oh, jetzt, ich weiß, was jetzt kommt. Das habe ich mir gemerkt. Du bist irre. Die T-Rex-Mama kommt ja wahrscheinlich. Wo willst du hin, Dad? Mami ist stinksauer. Na, das doch. Nicht nur Mami ist sauer. Wird ein interessantes Kapitel in deinem Buch. Okay. Halt dich an irgendwo fest! Halt dich an irgendwo fest! Alles klar. Drei Cheeseburger mit allem drum und dran. Für mich ohne Zwiebeln. Und eine Apfeltasche. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde jetzt hier eben kurz nochmal das hier fertig machen und dann einfach das Spiel speichern. Eben, das zeige ich euch jetzt nicht. Und das Video würde auch einfach dann zu lange gehen. Trotzdem, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show.